Einen wunderschönen guten Tag. Let's play Zelda Ocarina of Time Master Quest mit dem bösen Chaos Joker. Wir ändern den ersten Tempel. Und ich habe absolut keinen Plan, was kommt. Weil die Tempel halt komplett anders sind. Okay, also. Aha, okay. Aber da haben wir schon mal eine Fackel, das ist schon mal. Und da haben wir einen Gegner. Und irgendwie. Okay, da oben brauche ich die Schleuder. Ist hier alles drin? Da ist Kohle drin, da ist nochmal Kohle drin, da ist überall Kohle drin. Das Netz kenne ich schon. Okay, 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 okay. Ah, hoch da. Oh fuck it, Alter, wo kam Flederbeißer im ersten Level? Gibt's denn sowas? Was bist. What the fuck? Oh, das weiß ich doch, dass der hochklettern kann. Oh fuck, Alter. Hetzen die mir jetzt schon ein Gummababy auf den Hals? Komm, geh kaputt. Okay, das ist ziemlich heftig. Die Gummababys, die kann man im Original fast umgehen, möchte ich mal sagen. Und ich sehe schon, hier, das wird richtig interessant, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig interessant. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Karte. Das ist schon mal gut. Dann. Geh mal kaputt da. Oh. Oh, eine goldene Skulptur. Wow. Das jetzt schon? Hm. So, wollen wir mal hier hochklettern. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas finde, was mir irgendwie weiterhilft. Hm. Hopp, runter da. So. Was war das für ein Bullfuck? Komm, geh weg. Okay, das ist zu. Du hältst das Maul. Na, komm her. Na, komm schon. Bam. Bam. Ah, fuck it. Fuck. Ass. Geh kaputt. Oh, fuck. Okay, also ich bin schon mal fast tot. Und, habe noch nicht mal im Ansatz irgendwas gerissen in dem Level. Naja. Wow, ein Energieherz. Ihr seid zu großzügig. Ihr seid zu großzügig, ihr Leute. Hm. Also gut. Dann nochmal von vorne. Ich das hasse. Eigentlich wollte ich auch nicht herunterspringen. Da kommt man von, wenn man mit den Controls nicht mehr so vertraut ist, wie man das sein sollte. So, jetzt hier hoch wieder. Ach ja. Kletteri, kletteri, kletter. Weil da hinten den Schalter, den ich gesehen habe, ich glaube, ich weiß, was der macht. Der macht das Türchen frei und dann können wir auch in den Raum. Was schon mal von Vorteil ist. Weil so wie ich das sehe, muss ich hier Himmel und Erde in Bewegung setzen, damit ich die Feenschleuder bekomme, damit ich hier was gebacken kriege in dem Level. Okay, da ist schon mal gut. Ja, ich weiß, wie ich eine Tür öffnen kann. Ja, ja, ist gut jetzt. Ja, Schnauze, das weiß ich. Weiß ich doch alles. Das geht mir so auf den Sack immer bei den ersten Leveln, dass du schon alles weißt. Oh yeah! Goma-Babys und nicht gerade wenig. Wow. Killer-Dekus. Wow, fuck it. Nee, Dekoranas. Komm, geh kaputt. So. Da oben hängt noch so ein Goma-Baby.
Eh kaputt. Nervt mich nicht. So. Was haben wir hier? Zwei Kisten. Mit zwei Rubinen drin. Wow. Dann doch so viel. Ich erstmal die Fackel hier unten anzünden. Mal gucken, was das macht. Okay, das macht auf jeden Fall schon mal eine Kiste, eine Schatzkiste. Das ist schon mal ganz gut. So. So, so, so. Aber wollen wir mal die Schalter klar machen. Tap. Tap. Und okay. Oh, fuck it. Ja, komm. Yeah, Freund. Mann. Ja. Das ist ein Energieherz. Ich hasse, wenn die Zielerfassung so langsam ist. Okay. Dann mal wieder hoch. Ist das ätzend. Naja, okay. Ah ja, jetzt geht auch die Tür wieder auf. Und hey, noch eine Schatzkiste. Oh, wie behindert ist das denn? Naja, da kann ich ja gleich wieder über die... Naja. Okay, also es ist auf jeden Fall schon mal anders als im Original. Das kann man ja schon mal so sagen. Und das waren 5 Rubine. Dafür habe ich die Fackel angezündet. Weil im Original war es, glaube ich, so, wenn man die Fackel angezündet hat, dann ging die Tür auf. Und dafür waren aber auch keine Gegner hier. Also ich sehe, die Jungs, die sind nicht gerade am Rumfacken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und je nachdem, also ich erinnere mich, selbst im Original gab es ein paar Tempel, die waren richtig heftig. Wenn ich mir so einen Schattentempel oder die Sandgöttin vorstelle, heieiei. Ich glaube, da kommt richtig was auf mich zu, glaube ich. Okay, aber hey, wir haben schon mal die Feenschleuder. Das ist schon mal gut. Wir haben zwar keinen Kompass, aber wir haben die Feenschleuder. Und die Feenschleuder ist gut, habe ich gerade beschlossen. So. Ja, yo, das weiß ich alles. So. So, dann wollen wir das Räumchen mal verlassen. Ich müsste eigentlich irgendwo noch Munition haben. Da. Ja, die kann ich als Munition benutzen. Und jetzt sollte ich den ganzen Müll auch mal ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten. Prima. So. Ah, fuck, was war das? Ein Safe-Set. Ich wollte gar kein Safe-Set machen. Ey, mal die Klappe hier. Ah, jetzt weiß ich was. Ah, Teufel. Eine tolle Tastenkombination. Ey. Na, komm her. So. Muss ich gerade mal ein bisschen umdisponieren hier. So müsste es aber gehen. Okay. Okay, okay, okay. So, wollen wir mal den todesmutigen Sprung wagen, würde ich sagen, ha? Jo. Attacke. Fuck it. Aber mal volles Rohr versaut. Komm, verschwinde. Geh mir nicht auf den Sack. Los, hoch da. So, soweit, so gut. Jetzt will ich mal abchecken. Hier hinten war da noch irgendwas. Komm, geh kaputt. Nervt mich nicht. Das war ja mal voll daneben. Okay. Die Tür muss ich mit einem Stock auffeuern.